Servus, ich bin der Andi und wir befassen uns heute mit dem Thema Wartung an so einer CNC. Speziell das Thema Fetten. Es ist so, ich wollte eigentlich kein Video drüber machen. Nur ich habe wahnsinnig Probleme gehabt und auch die Leute schreiben mich ständig an, wie machst du es mit dem Fetten? Deswegen gibt es ein Video drüber. Kommen wir zu den Pressen. Wahrscheinlich hat sich jeder von uns schon so eine Zweihandpresse von der, na, ist egal von was von der Firma, geholt und festgestellt, es funktioniert einfach nicht richtig. Ich habe einfach gemerkt, dass mit dem Entlüften funktioniert nicht ganz sauber und auch dieser Stutzen, um auf die Schmiernippel zu kommen, funktioniert einfach nicht. Deswegen bin ich durch Zufall auf die Firma Mato gekommen. Ich habe die Firma angeschrieben und erklärt, was für verschiedene Arten von Schmiernippel ich habe. Dazu kommen wir später. Und die Firma Mato hat mir einfach diese schöne Einhandpresse empfohlen mit so einem Adapter, um auf die verschiedenen Nippelsysteme zu kommen. Ich zeige jetzt gerade mal die Nippel. Ja, zu den zwei Schmiernippeltypen. Ich habe zum einen diesen hier. Das ist für mich ein, ich nenne es mal normaler Schmiernippel. Das ist ja sehr gängig und ich glaube, das ist, wenn nicht, vielleicht sogar der gängigste Typ. Und zum anderen haben wir hier diese Trichter-Schmiernippel. Ich muss zugeben, die waren für mich neu. Ich kannte die vorher nicht, habe sie auch vorher noch nie gesehen. Aber ich bin froh, dass ich auch die mit diesem Adapter schön befüllen kann. Okay, dann starten wir mal. Wie man sehen kann, ist meine Achse, das hier ist die Y-Achse, ziemlich verdreckt. Die muss erstmal gereinigt werden. Ich mache das am liebsten mit einem Lappen, manchmal nehme ich auch einen Imbusschlüssel zur Hilfe, aber in der Regel mache ich das mit einem Pinsel. Wie man hier sehen kann, war es auch bitter nötig. Übrigens, das ist Werbung aus Überzeugung. Ich werde nicht gesponsert und mich hat auch niemand gebeten, dieses Video zu machen. Ich mache nur schon seit einem Monat rum, rück einfach nicht dieses Fett in die Schmiernippel. Deswegen bin ich einfach froh, dieses Problem gelöst zu haben und wollte einfach meine Erfolge mit euch teilen. Okay, die Y-Achse oben ist sauber, also machen wir unten weiter. Als allererstes wird dieses kleine Schutzblech entfernt. Wie man sehen kann, wird der Schlitten unten viel stärker beansprucht und ist auch viel stärker verzweigt. Der Schlitten unten hat keinen Schmiernippel, weil er durch einen anderen Schmiernippel mitgefettet wird. Es ist soweit, wir geben das erste Mal Fett rein. Als allererstes muss dieser Adapter entfernt werden. Und dann ist es auch schon soweit. Wir gehen von hinten auf diesen, ich nenne es mal normalen Schmiernippel und geben zwei, drei Pumpstöße drauf. Am austretenden Fett kann man sehen, dass das Fett überall da ist, wo wir es hinhaben wollen. Und mit einem Pinsel wird das Überschüssige einfach nur entfernt. Nun sind die Schlitten und die Trichterschmiernippel dran. Wir holen unsere Fettpresse und klipsen diesen Adapter einfach nur vorne drauf. Wir setzen es an und geben so viele Pumpstöße, bis das Fett wieder austritt. Auch hier muss abschließend das überschüssige Fett wieder entfernt werden. Übrigens, meine Maschine hat auf der Y-Achse zwei Schlitten oben und zwei Schlitten unten. Die Pärchen oben werden mit diesem Nippel gefettet. Auf der Z-Achse habe ich vier Schlitten, die werden jeweils über diese Nippel gefettet. Kommen wir zur Z-Achse. Auch die muss natürlich erstmal mechanisch gereinigt werden. Leider gibt es keine bessere Aufnahme, da es ziemlich verbaut ist. Nachdem das getan wurde, wollen wir nun auch die Schlitten der Z-Achse fetten. Wie schon zuvor gezeigt, gehen wir da mit der Fettpresse drauf und geben ein paar Pumpstöße. Abschließend noch die Spindel der Z-Achse. Auch hier geben wir ein paar kräftige Pumpstöße, bis das Fett oben austritt. Selbstredend wird natürlich auch hier das überschüssige Fett mit dem Pinsel entfernt. Als Fett nutze ich das Mehrzweckfett von Würth. Das hat mir die Firma Haase empfohlen und ich finde es auch persönlich sehr gut. Den Link zur Mato Fettpresse und dem Adapter findet ihr in der Videobeschreibung. Zu einer Wartung gehört für mich auch die Spindel.
Wir nehmen hier so einen Konuswischer und gehen damit in die Spindel. Wir drehen das ein paar Mal hin und her und versuchen so alles rauszuholen. Kommen wir zu den Spannzangen. Die Spannzangen habe ich erst vor kurzem gereinigt, deswegen sind sie jetzt noch nicht so dreckig. Aber ich möchte trotzdem zeigen, wie ich das mache. Also zuerst blase ich sie aus mit Druckluft. Dann nehme ich hier so einen Reiniger, sprühe das ordentlich ein und wische es einfach wieder weg. Man erkennt auch, dass nach dem Reinigen die Spannzange ganz, ganz einfach eingeklipst werden kann. Ja, das war's schon. Ich hoffe, es hat euch gefallen. Ich konnte euch was mitgeben und sage bis zum nächsten Video. Ciao.